Heute ist es soweit. Mauna Kea Ranch steht an. Okay, wie ihr vielleicht hören könnt, es ist sehr windig. Gestern war es aber noch windiger mit Sturmböen ab zu 70 km/h. Und heute ist ein bisschen weniger windig, immer noch recht stürmisch. Also kein Rekordtag, aber egal, heute wird es durchgezogen. Und ich fahre jetzt da runter zum Meer. Und dann geht's hoch zum Mauna Kea. Es ist so verdammt windig heute. Egal. Bin durchgezogen. Sonne ist noch gleich viel geiler. Okay, ich habe jetzt 110 TSS weg. Eine Stunde 25. Ein Fünftel der Höhenmeter und ein Drittel der Strecke. Und da hinten ist Mauna Kea. Okay, it's super windy. 8 more miles to the base of Mauna Kea. And then the gravel part starts. Meine GoPro ist schon ausgestiegen. Das hier jetzt auf 3400 Gravel. Scheiße brutal. Wirklich, das ist echt eklig. Und dann, wenn es über 10% ist, Gegenwind, rutschig. Okay, 1000 Höhenmeter left, 3450 oder sowas jetzt. Ich nutze die kurzen Pausen hier, bevor es wieder steiler hochgeht, um ein bisschen zum Erholen, Luft schnappern und dann geht's weiter. Man muss echt komplett sitzen bleiben, sonst rutscht man, dreht man durch. Okay, ich werde auflegen, dann kann ich nochmal aufstehen, bevor es wieder hochgeht. Jetzt ist es soweit. Einfach zu sandig, zu tief, purer Sand. Ich sinke ein. Ich muss jetzt einfach ein Stück schieben, bis es wieder ein bisschen härter wird und ich Grip bekomme. Ich sitze schon ganz hinten auf dem Sattel für maximalen Grip, aber brutal, mit 14% hier und Treibsand. 3,7, hab's bald. Gravel Part geschafft. Davor hatte ich am meisten Schiss. Jetzt ist nur noch die Höhe brutal. Gleich die 4000. Ich muss echt ganz schön rausnehmen. Merke, dass weniger Sauerstoff hier ist. Ich muss Tempo rausnehmen. Aber da oben ist es. Ich kann es von hier sehen. Bald geschafft. Nur noch zwei, drei Kurven und dann habe ich es endlich geschafft. Was ein Gefühl. Ich bin blatt wie Bolle, super happy und kann es kaum erwarten, das Rad in die Höhe zu halten vom Observatorium. Ah, Leute, das fühlt sich härter an als ein Ironman. Wahrscheinlich einfach, weil ich nicht super fit bin. Okay, I'm done with that. Endlich fertig. Um 4200 Meter. Platt wie Bolle. 6 Stunden irgendwas. Zu viele TSS. Und jetzt werde ich wieder runterfahren. Der Visitor Center wahrscheinlich mit dem Auto nach Hause. Arschkalt hier oben. Super Aussicht. Ab nach Hause. Ist übrigens Maui. So gut ist die Sicht hier. Okay, ich bin jetzt ein Stück runtergefahren, aber die Aussicht
ist von hier einfach so schön, dass ich einfach mal anhalten muss und Fotos mache. Das ist quasi meine Belohnung. Oh, und ja, so langsam merke ich es. Ich bin echt froh, dass ich wieder zu Hause bin. Das ist schon eine ordentliche Nummer, wo man nicht 100% fit ist. Beziehungsweise das so aus der kalten machen würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber wow, nicht in Ironman Shape und das merke ich schon. Aber die Höhe hat mir nicht ganz so zugesetzt, wie ich dachte. Wahrscheinlich einfach mit dem Rad langsamer hochfährt und sich so besser akklimatisiert. Okay, ich weiß, für die meisten, die sich das Video jetzt angeguckt haben, die werden sich denken, schön, ist er halt berghoch gefahren. That's it. Gut für ihn. Ja, klar, so soll es auch sein. Ich meine, man muss sich gewisse Ziele setzen und man muss selber darüber zufrieden sein oder sich darüber freuen. Und es ist eigentlich ziemlich egal, was andere darüber denken. Für mich war das halt ein schönes, großes Ding, weil ich liebe Mauna Kea und es ist echt brutal, das Ding durchzuziehen. Und ich bin stolz darauf, dass ich es gemacht habe und durchgezogen habe. War eine harte Nummer und ich denke, das ist immer noch das Wichtigste, dass man seinen Erfolg an seinen eigenen Zielen und Maßstäben misst und dementsprechend sich nach vorne bewegt. Und für mich war das ein Erfolg heute und ja, das wollte ich noch dazu gesagt haben. Auswertung folgt dann zu Hause gleich. Okay, mittlerweile ist es Montag. Es war ein ganz schön harter Ritt, um ehrlich zu sein. Es waren 460 TSS, knapp 6000 Kalorien, über 100 Kilometer, 4400 Höhenmeter. Hab ganz schön was weggefuttert, paar Gels gezogen, musste eine Pause machen auf 1800. Einfach weil es so windig war die ersten beiden Stunden, dass ich so 260 Watt treten musste, um überhaupt irgendwie vorwärts zu kommen. Es waren so 60 mehr, als ich geplant hatte. Und dadurch hat sich das zeitlich auch alles ganz schön verschoben. Aber okay, mir war es egal, ich wollte einfach nur durchziehen. Das habe ich im Endeffekt gemacht und damit bin ich sehr zufrieden. Für alle, die das vielleicht auch mal irgendwie machen wollen, ich empfehle, sich vorher den Wind genau anzugucken, aus welcher Richtung der kommt und ob das ein starker Windtag ist oder nicht. Und vielleicht das von der Hilo-Seite aus zu machen, weil das windtechnisch einfach wesentlich einfacher und besser ist. Also das ist mein kleiner Tipp, beziehungsweise das, was ich gelernt habe. Und der Schnee auf Mauna Kea scheint nicht so wichtig zu sein, wie ich ihn für die ganze Zeit betrachtet habe. Aber ich hatte ziemlich gute Konditionen an dem Tag. Auch wenn der Gravel-Part halt eklig war und ich da mal die letzten 400 Meter bestimmt laufen musste, einfach weil der Vulkansand zu locker war und man immer so durchgedreht ist, musste ich halt ein bisschen schieben. Aber okay, kein Problem. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, dass das Rad so durchgehalten hat und das mitgemacht hat alles. Hätte es mir fast nicht besser vorstellen können. Hätte vielleicht ein bisschen einfacher sein können. Aber wenn man sowas quasi nach einer Hochzeit und nicht viel Training, einer sehr, sehr langen Auszeit gleich als erstes großes Ding macht, dann soll man sich nicht wundern, dass es ein bisschen hart ist. Aber schönes Ding gewesen. Hab's auf Strava hochgeladen. Könnt ihr euch mal genauer angucken. Und das soll es gewesen sein. Danke und ciao.